Und damit herzlich willkommen, Freunde, zu meinem neuen Let's Play-Projekt, und zwar Parasite Eve 2. Jawohl, Freunde, ihr habt entschieden. Ich freue mich riesig auf diesen Titel, weil es ist doch ein sehr geiles Spiel aus dem Jahr 1999, 2000, genau. Es ist ein Spiel für die PlayStation 1. Und genau, das Spiel hat ja im Voting gewonnen, das heißt, es hat sich gegen Spore durchgesetzt, sehr knapp mit 17 zu 14 Stimmen. Und ja, und hier ist es nun. Es geht im Prinzip darum, schauen wir gerade mal die Optionen durch. Oh, das ist nicht viel, okay. Ja, es geht im Prinzip darum, hier zu diesem Spiel gibt es noch einen ersten Teil. Und es geht hier im Prinzip um Zellmutationen, Freunde, genau. Ja, wir spielen Aya Breyer, sie ist eine Polizistin, also von der New Yorker Polizei, NYPD. Und ja, es ist ein gemischtes Genre, also ein Misch aus RPG-Elementen, weil hier gibt es auch Magiepunkte und Mana und Zauber sozusagen, genau. Und ja, Action-Elemente, hier wird viel rumgeballert, also wenn ihr auf Ballerspiele steht, seid ihr genau richtig. Und ja, und so ein bisschen Survival-Horror-mäßig, weil wir halt bei manchen Waffen nicht unbegrenzt Munition haben, sondern wir müssen uns sie kaufen. Genau, Freunde, würde ich mal sagen, Spiel von Squaresoft, das war die Firma hieß früher Square, und jetzt in den 90ern hieß es Squaresoft, komischerweise. Die haben ihren Namen geändert, und ja, genau, würde ich mal sagen. Ich freue mich riesig, das jetzt mit euch zu erleben, Freunde. Ich kenne das Spiel. 90%. Es wird also kein Blindrun werden. Und, da habe ich jetzt zu lange gequatscht. Ich glaube jetzt... jetzt kommt hier so eine Demo-Sequenz. Die brauchen wir aber nicht, alles klar. So, Freunde, würde ich mal sagen, starten wir mal ein neues Spiel. Das hat keine Sprachausgabe übrigens, das Spiel. Das heißt, ihr werdet meine Stimme jetzt sehr viel hören. Und eine kleine Pause. Ja, so, da bin ich wieder. Meine Frau war ganz kurz da. Ja, das Spiel spielt im Jahre 2000 und wir befinden uns in der MITF-Zentrale in Los Angeles. So, erste Cutscene. September 2000, Freunde. Bam. 3 Jahre sind seit dem Vorfall von Manhattan verstrichen. Das spielt auf den ersten Teil an, im Übrigen. Genau. Ich quittierte den Polizeidienst und wurde NMC-Hunterin. Das sind diese Monster, die wir hier gleich sehen. Da sowas zum Beispiel. Jetzt lebe ich in L.A., um Kreaturen an der Westküste zu jagen. Okay, Freunde.
Die Gegnervielfalt hier, die ist groß. Mitochondrien wie Eve sind seitdem nicht mehr aufgetaucht. Genau. Das sind Gegner im Übrigen aus dem ersten Teil. Und die Anzahl der Monster geht stetig zurück. Ein komischer Soundbugs drin, aber ja, geht schon. Ich dachte, dass der Albtraum vorüber sei. Okay. Diese Soundbugs hat bis zu jener frostigen Sommernacht. Die Soundbugs hatte ich bei der Testaufnahme nicht drin. Oh! Oh, Mensch, Eier, was machst du denn? Ja, das war nicht gut. Das war nicht gut, lieber Eier. So, das sind wir. Das ist die Hauptdarstellerin, Freunde. Pierce, das ist der Typ dahin. Was ist los, Eier? Sieht dir nicht ähnlich. Ist nicht mein Tag. Wie gesagt, hier gibt es keine Sprachausgabe. Was jetzt? Ich muss also jeden Dialog vorlesen. Wollen wir aufhören? Nee, ich will erstmal noch nicht aufhören, Freunde. Ich möchte erstmal hier so ein bisschen Training machen. Wie gesagt, unsere Hauptdarstellerin sieht so aus. Eine hübsche Blondine. Und ja, wir machen jetzt quasi hier so die ersten Anfänge mit dem Training. Und ich muss einmal ganz kurz nochmal gerade meine Uhr anmachen. So, zack. Alles klar. Würde ich sagen, ja, dann machen wir mal weiter mit dem Training hier. Ich mache weiter. Welche Musik? Ah, jetzt können wir hier uns eine Musik aussuchen. Wir haben ja diesen Crazy King. Hier den Ambush, das ist die Kampfmusik. Und Pick up the Gauntlet. Die hört sich doch geil an. Gut, die nehmen wir. Welche Waffe? Ja, tolle Auswahl, ne? Wir haben nur die eine. Okay. Welcher Level? Ja, ich würde sagen, fangen wir bei den Grundsachen an, ne? Also der erste Part wird jetzt noch so ein bisschen Einführung werden in diese Spielmechanik und so. Level 1 bitte. Mit Hilfestellung also. Die Grundlagen sind wichtig. Das stimmt. So, jetzt sind wir hier einmal in diesem Kampfscreen, Startprogramm. Hier lernen wir so ein bisschen, wie man kämpft und schießt und anvisiert und so. Drücken Sie Viereck und suchen Sie das Ziel. Wenn das Ziel erscheint, anvisieren. Drücken Sie Viereck, um das Ziel anzuvisieren. So, dann schauen wir uns das mal an, Freunde. Hier, Viereck. Feuerfrei abdrücken mit R1. Genau, aha. Alles klar. Da kommen jetzt die Ziele. Das nächste Ziel suchen, mit Viereck Ziel wechseln. So, da können wir hier schön ein bisschen rumballern. Macht doch auch Spaß, oder? So, weiter geht's, Freunde. Ah, jetzt die Spielmechanik, die... Also die Steuerung, die kriege ich schon raus. Ja, ja, das ist easy, Leute. Das ist nicht schwer. So, was haben wir hier? Haben wir auch wieder so eine gelbe Scheibe. So, wenn Sie im Inventar Munition mitführen, wird Ihre Waffe automatisch nachgeladen. Führen Sie die Munition immer in Ihrer Tasche mit. Achso, führen Sie in Ihrer Tasche mit, können Sie die Waffe auch manuell nachladen. Öffnen Sie mit der Starttaste das Inventarmenü. Genau, da haben wir jetzt hier. Hier, Freunde, das sind so Sachen, das sind Items, die wir nur im Kampf benutzen können. Das heißt, das ist hier dieses strategische Sache. Wir können während dem Kampf nicht auf unser Inventar zugreifen, sondern nur auf diese vier Sachen hier zum Beispiel. Also im Moment, es wäre ganz gut, wenn wir hier später Heilung reintun würden. Und wir haben jetzt hier halt diese Munition. So, dann lad mal nach, ja. So, dann macht die mal kaputt da. Ja, das ist ein sehr innovatives Spiel, wie ich finde, weil so ein Mix... So, Viereck und rechts, links werden die Ziele schnell gewechselt. Ah ja, okay. Mhm. Man kann auch mit rechts und links das Ziel wechseln. So, ja, aber ich drücke immer neue Viereck. Das ist... Oder ist jetzt eins weggegangen? Oh, jetzt geht's erst richtig los, okay. Ja, dann mach mal die Dinger da kaputt. Lad mal nach. Ja, wir können nämlich auch automatisch nachladen. Indem wir einfach nochmal die Schießen-Taste drücken. Genau. So, da kommen wieder drei neue. Also, zack, zack. Zack, ja, wir müssen uns beeilen, weil die gehen nämlich mit der Zeit weg. Oh, jetzt kommt von oben was, okay.
Ah, lass schnell danach, komm schon, da ist noch eine da drüben. Ah, verdammt. Egal. So, dann schneller hier. Los. Die geht gleich weg da. Ach, verdammt. Ja, dann... So. Das war jetzt ein bisschen schnell. So, Moment. Jetzt kann ich direkt mal nachladen. Und weiter geht's. Ah ja. Ah, verdammt. So. Und zack. Genau. Alles klar. Würde ich sagen, machen wir mal weiter hier. Ja, das ist halt nur so ein bisschen... Wir lernen hier halt zu kämpfen. So. Würde ich mal sagen. Lad nochmal nach. Und ja, dann macht die Dinge einzeln kaputt hier. So. Oh, das sind aber viele jetzt. Ja, keine Ahnung. Genau, Freunde. Hä? Die Zeit ist schon abgelaufen, okay. Ja, gut. Alles klar. Gut. Dann haben wir die Übung geschafft, Freunde. Ich weiß zwar nicht mit wie viel Punkten. Ah, hier. Wir haben 36, genau, am Ende von einem Kampf kommt immer so ein Kampfscreen. So eine Zusammenfassung quasi und ja, wir haben 36 Yellow Targets platt gemacht und 7200 Punkte. So, jetzt können wir uns hier zum ersten Mal frei bewegen, Freunde. ja, wie gesagt, in dem Spiel hier ist es wichtig, auch hier sowas mal anzugucken. Hier lagert die Munition für die MITF Hunter. Sie darf aber nur für Übungszwecke benutzt werden. Ja, okay. Wenn man zweimal was anklickt, eine kurze Pause. So, ja, da bin ich wieder. Ja, ich muss nochmal eine kurze Pause machen, weil ich musste mich hier vorbereiten. Hab's jetzt hier dunkel gemacht im Zimmer. Und ja, für das Spiel muss es dunkel sein. Und ich habe mir eine schöne Flasche Apollinaris Lemon besorgt, Freunde. Und ja, würde ich mal sagen, geht's mal weiter. Genau, wenn wir jetzt zweimal auf diese Sachen hier drücken, sagt die was anderes. Sie sagt jetzt Munition für meine 93R-Pistole. Bei Einsätzen nehme ich sie haufenweise mit. Sie passt sogar in Maschinenpistolen. Ah ja. Wenn wir jetzt... Ups, was habe ich denn jetzt hier? So, wenn wir jetzt nochmal hier drauf drücken. Buckshot. 12G-Schrotkugeln. Genau, jetzt auch Pumpguns in dem Spiel, Freunde. Shotgun-Muni. In einer Patrone stecken 9 8mm Kugeln. Bei Nahkämpfen sind diese Buckshots sehr treffsicher und enorm wirkungsvoll. Okay, was steht hier noch? Ah, hier stehen so ein bisschen so die Munitionsarten erklärt. 5,56 mm Rifle Munition. Die MITF und die Armee arbeiten oft zusammen. Deswegen benutzen wir dieselben Einheitsmunition. Das macht schon Sinn, oder? Würde ich mal sagen. Verschiedene Munitionssorten. Leider nur für Übungszwecke. Verschiedene Munitionssorten. Okay, irgendwann hörst du dann auf, was Neues zu sagen. Okay, würde ich mal sagen... Nee, also wisst ihr was? Das erste... Willst du weiter? Nein, nein, danke. Wir haben jetzt so die Schießübungen schon mal gemacht. Die nächsten Level, die mache ich dann irgendwann nochmal separat. Ich möchte jetzt erstmal hier ein bisschen nochmal weiter erzählen. Machen wir das Menü auf, Freunde. Jawohl, das ist das Menü. Hier bei Use haben wir jetzt hier unsere Items zur Auswahl. Allerdings haben wir gerade nicht viel. Hier links oben ist die Waffe. Klar, diese M93. Das sind auch echte Waffen. Also die M93 und die Rifle und so, die gibt's alle wirklich. Meine ich zumindest. Und ja, hier haben wir die 9mm Munition drin. Als Anzug haben wir hier den Schulterhalfter. Genau, es gibt auch noch verschiedene Anzüge in diesem Spiel. Und hier die Munition. Diese Attachments sind halt die Sachen, ne, die wir erst im Kampf benutzen können. Genau. Hier können wir noch Dreieck so eine Beschreibung aufmachen. Ja, das hat zum Beispiel hier als Special Feature Schnellfeuer, Freunde. Und oben rechts sehen wir Add MP. Genau, Freunde, hier in diesem Spiel gibt es eine Magie. Das Fenster werde ich jetzt auch definitiv mal... Ah, das geht noch nicht. Schade. Ich wollte euch nochmal zeigen. Key Item haben wir jetzt hier erst nur unsere Marke. Das sind Schlüssel-Items, die wir später brauchen werden, um gewisse Bereiche zu erkunden oder gewisse Türen zu öffnen. Genau. Eine ID-Marke der MITF, sie ist fast identisch mit der FBI-Marke. Genau. Nein, nein, ich benutze, ich will hier raus. So, Map. Ja, wir haben eine Karte in diesem Spiel, Freunde. Die sieht richtig cool aus. Schaut mal. Da sehen wir, was in diesem einen Bereich hier jetzt alles zu finden ist. B1 MITF Center. Das heißt, wir sind jetzt hier in unserem...
quasi Hauptquartier und wir sehen, der Bereich ist nicht so groß. Alles klar. Option, was haben wir hier noch? Sound, Stereo, Musik. Was ist das? Keine Ahnung. Cursor statt merken. Ja, das ist okay. So, Bewegung gehen, Tasten. Ah ja, da sehen wir jetzt die Steuerung, aber... Nein, 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 nein. Geh da raus. Was habe ich da jetzt gemacht? Ich hoffe, ich habe das jetzt nicht... Ah, Moment. Nee, das passt schon so. Nee, nee, geh da raus. Gut, Freunde, dann würde ich mal sagen, haben wir jetzt hier so die Grundelemente mal erklärt hier. Verschiedene Munitionssorten, genau. Würde ich sagen, ja, gehen wir mal hin durch die Tür raus. So. Alles klar. Jawohl, jetzt sind wir hier, Freunde, mit der schönen Musik im Hintergrund. Die mag ich. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Hier sind Gewehre und Schrotflinten. Oh, gib mir her damit. Ah, hier sind die Waffen. Hier werden die Waffen erklärt. Okay. Rifle. Ein Gewehr mit großer Reichweite und Durchschlagskraft. Ich benutze es ungern, weil es zu auffällig ist. Ja, okay. Shotgun. Auch eine Schrotflinte genannt, ja. Die Standardmunition ist der Buckshot mit vielen kleinen Kugeln. Sehr treffsicher. Kleinere Monster kann man mit einem einzigen Schuss entlegen. Je nach Gegner nimmt man unterschiedliche Munition. Alles klar. Es gibt also unterschiedliche Munitionsarten hier. Sie gehören meinen Kollegen. Alles klar. So, was haben wir hier noch? Ja, im ersten Part werde ich mir noch so ein bisschen so Zeit lassen. Eigenschaften der NMCs. Das sind unsere Gegnerfreunde, unsere Monstergegner. NMC steht für Neo Mitochondrien Creature. Genau. Also Wesen mit mutierten Mitochondrien. Also Mitochondrien sind ja diese Kraftwerke der Zelle, haben wir das früher immer gelernt im Biounterricht. Genau, Mitochondrien sind für die Energieerzeugung zuständig. Fast jedes Lebewesen besitzt Mitochondrien. In Urzeiten waren sie eigenständige Geschöpfe. Sie gingen eine Symbiose mit den Zellträgern ein. Eine einzige Zelle mit zwei verschiedenen DNS. Neomitochondrien. Sie sind welche, die ein eigenständiges Bewusstsein entwickelt haben. Wenn ein Wesen eingenommen wird, entwickelt es sich zu einem blutrünstigen Killer. Der Vorgang ist irreversibel. Wir müssen sie beseitigen. Gut, das spielt so ein bisschen auf die Eigenschaften, das spielt so ein bisschen auf die Story hier an. Ja, diese Gegner, ich erzähle es lieber nicht. Ich möchte mit euch gemeinsam jetzt hier die Story erleben und ich möchte euch nicht spoilern. Nein, nein. Okay, gehen wir mal durch die Tür hier. So, was haben wir hier schönes Bild? MITF, Mitochondrien Investigation Task Force. Nochmal auf Deutsch, Mitochondrien Untersuchungssondereinheit. Die Einheit, der ich jetzt angehöre. Da sagt sie nichts mehr. Was hängen hier für Bilder? Fotos vom Schießwettbewerb, der kürzlich stattgefunden hat. Rupert Broderick war der Sieger. Er ist ebenfalls Hunter. Ein Ex-FBI-Agent, der hierher gewechselt ist. Seine Tochter soll von NMCs getötet worden sein. Im Grunde ein netter Mensch. Nur bei NMCs wird er zum Killer. Deswegen will ihn niemand zum Partner. Mich will auch niemand wegen meiner PE-Kräfte. Ich jag ja immer alleine. Viele mögen es nicht, wenn ich die PE anwende. Ja, die PE, das ist, ja, unsere Magie, Freunde. Fotos vom Schießwettbewerb. Zweiter Platz, Aya Breyer. Das bin ich. Genau. Das sind wir. Sehr schön. Was haben wir hier noch? Ah, da. Das war's. Okay. Gut, dann kommt jetzt ein kleines Gespräch mit unserem Kollegen. Pierce. Ja. Verstanden. Ja, Sir. Pierce. War das Hell? Also Hell ist ihr Boss. Erraten. Im Acropolis Tower, Downtown LA. Scheint der Teufel los zu sein. Okay. Acropolis Tower? Ich war dort letzte Woche beim Schlussverkauf.
Dann weißt du ja, wo das ist. Hellville? Ich meine, Supervising Agent Baldwin will, dass du dich darum kümmerst. Sind auch wirklich NMCs im Spiel? Keine Ahnung. Das letzte Mal hatte jemand einen Straßenverkäufer, der als Küken verkleidet war, mit einer NMC verwechselt. Diesmal ist es ernst. Sogar das SWAT wurde dorthin beobachtet. Okay. Ja, ja. Ich gehe ja schon. Wo ein NMC ist, da bin auch ich. So sieht's aus, lieber Herr. Ja. Nicht meckern. Ja, ich meckere doch nicht. So, was ist hier? Jody hat schon den Wagen vorgefahren. Alles klar. Ja, sehr viele Kollegen hier, finde ich gut. Kann man noch was mit dem machen hier? Nee, gut, okay. Was haben wir denn hier noch? Hier steht doch noch was über Waffen. Was ist denn das? Da steht nichts. Okay, schade. Gut. Ein Waffenschrank für Pistolen. Das sind unsere Waffen. Alles klar. Gehen wir weiter durch die Tür hier. Jo, voll. Da sind wir jetzt hier in diesem Garagenbereich. Ups, das war die falsche Taste. Hier ist die Karte. So. Genau, wir sind jetzt hier beim MITF-Parking. Und hier rechts drin, in der Waffenkammer, ist die Jody, würde ich sagen. Die gehen wir mal kurz besuchen. Waffenkammer, jawohl. So, was haben wir denn hier? Hallo, junge Frau. Wie geht's? Hey, Aya. Du kannst deine BPs gegen tolle Items eintauschen. Ein paar Tabletten solltest du schon mitnehmen. Was darf sein? So. Jetzt kommen wir zu einer Sache hier, die ist auch einmalig. Also nicht einmalig, aber besonders. Hier in diesem Spiel gibt es so eine Art Währung. Das heißt, man kann Geld sammeln und sich was kaufen. Das sind die sogenannten BPs. Was sind BPs? Fragezeichen. Du könntest wirklich Urlaub gebrauchen. BPs bedeutet Bounty Points. Schon vergessen? Eine Art Bonus für Hunter wie dich. Für jede NMC gibt es als Belohnung BPs. Genau, das heißt, wir müssen Gegner killen. Können wir schon was kaufen? Waffen? Oha, uiuiui, was haben wir denn hier? Da haben wir die Schrotflinte. 12G Schrotflinte. Und hier haben wir diese Rifle, die wir eben hatten. Ja, Kampfgewehr mit Ausbaumöglichkeiten. Das heißt, man kann dazu noch das mit einer anderen Waffe verbinden. Freunde. Das ist interessant. Das ist ein richtig interessantes System hier. Aber da wir jetzt nur 200 BPs haben, würde ich sagen, bringt das nicht viel. Wir können auch noch Westen hier kaufen. Schaut mal hier. Hier sind noch ein paar Westen. Kampfrüstung. Die addet zum Beispiel HP und MP. Und Anti-Stummheit. Genau, Freunde. Die Gegner in diesem Spiel können verschiedene Statis auf uns machen. Also wir können zum Beispiel blinden. Oder wir können stumm werden. Das heißt, wir können keinen Zauber mehr sprechen. Und, ja, was gibt's noch so? Ja, die können uns verwirren und alles, also alles mögliche vergiften, ja. Und das ist ja so ein bisschen dieses Rollenspiel-Element hier in dem Spiel. Ne? Das finde ich sehr, sehr interessant. So, haben wir hier noch so kleine Sachen wie so ein Blitzlicht, ne? Das blendet die Gegner so ein bisschen. Aber jetzt hier noch so ein Pfefferspray und so ein bisschen Medizin, aber ich glaube, die Medizin hier, die ist nicht rar gesät, also die finden wir schon. Jede Waffe hat ihr eigenes Kaliber und eine Farbe. Die Munition für deine 93R ist hellblau gekennzeichnet. Müssen wir darauf achten, Freunde. Aber du bist ja ein Profi. Pierce wollte 9mm Kugeln in seinen Revolver stecken. Okay. Wie ist der denn drauf? Okay. Sagst du noch was zu mir? Hallöchen. Womit kann ich dienen? Nee, danke. Wir sind hier fertig, würde ich sagen. Da verschwinde endlich. Ja, ist hier gut. Tschüss. Ja, die Dialoge sind hier so ein bisschen funny gemacht. So ein bisschen witzig. Ah, da steht ja schon unser Kollege. Aber ich möchte erst noch mal was holen, weil hier hinten in der Ecke... Hier ist das Auto von dem Kollegen hier. Der Geländewagen von Pierce.
Er hört dieses Monster, weil er ein Outdoor-Freak ist. Okay. Hier in diesem Schrank. Da gibt's was. Ein Getränk, schaut mal. Jemand muss es vergessen haben. Ein Fläschchen, Freunde. Schauen wir doch direkt mal nach. Im Menü. Was denn dieses Fläschchen ist? So, Jus. Haben wir hier das Fläschchen. Drücken wir mal Dreieck drauf. Und da sehen wir. Medizin Level 3. Multivitaminsaft, HP-Regeneration groß. Ja, das ist eine Vollheilung quasi, ne? Wenn man es als Use benutzt, das ist auch noch sehr interessant. Wenn man es als Use benutzt, also im Menü, ist es eine Vollheilung. Als Attachment nur 150 AP. Genau so sieht's aus, Freunde. Genau. Jo. Haben wir das mitgenommen hier? Gut, dann würde ich sagen, brauchen wir hier eigentlich nichts mehr, ne? Moment, ich guck noch mal kurz hier auf der Seite. Ja, das ist das Tor, das können wir glaube ich nicht mehr... Ah, hier! Hier, Freunde, ist ein Telefon. Schaut mal, hier ist ein Telefon. Baldwin, das ist unser Chef. Was treiben Sie eigentlich noch hier? So, kurz aufgestoßen. Ja, die Telefone sind Speicherpunkte in diesem Spiel. Dann machen wir mal eine neue Datei auf und speichern das Ganze mal. Genau, Freunde, an dem Telefon können wir speichern oder ein bisschen quatschen mit unseren Chefs und so. Und da hinten können wir nicht rein, oder was? Können wir da rein? Drüben parken die anderen, okay, ne. Das ist uninteressant, Freunde. Gut, ich glaube, das ist dein Auto, ne? Das ist mein Wagen, genau. Ich kann doch nicht los. Genau, wir müssen nämlich jetzt erst mit dem Kollegen reden, aber wir haben hier noch eine kleine Sache. Schaut mal hier. Ich muss mich vorbereiten. Ah, okay, nee. Alles klar. Gut. Dann würde ich sagen, sprech mal mit ihm. Bist du bereit? Ich muss üben, noch nicht, ja. Gut, Freunde, würde ich sagen, machen wir uns mal auf zu diesem Akropolis Tower, ne? Alles klar, ja. Okay, ah ja, ich mache das Tor auf. Und sei vorsichtig. Ja, ja, machen wir. Schöne Cutscene hier zwischendurch. So, 4. September, 20:56 Uhr. Die hat also eine halbe Stunde ungefähr gebraucht, okay. Oh. Oh. Das war's dann wohl mit dem Hubschrauber, ne? Jo, ah ja. Genau. Erstmal schön einen auf sexy machen hier. So, ja. Dann sind wir jetzt hier an diesem... schon direkt am ersten Einsatzort. Schauen wir auf die Karte, ob wir hier irgendwas machen können. Nee, wir können hier gar nichts machen. Wir müssen laufen, okay. Hier stehen Polizeiautos rum. Oh, was ist denn das dafür? Ach du Scheiße. Schaut das euch mal an, Freunde. Was ist denn da? Da liegt ein SWAT-Typ. Na gut. Ah ja, okay. Mhm. Gespräch. Agent Aya Brea, MITF Sondereinheit. MITF? Ach ja, wir wissen Bescheid. Gehen Sie hinein. Okay, der lässt uns durch, das ist gut. Wie ist die Lage? Sieht übel aus. Sie haben das Dachgeschoss besetzt. Das ganze Gerät außer Kontrolle. Wenn die Armee nicht bald eintrifft. Oha. Leute. Okay. Ja gut, klar. Wenn hier so Monster rumlaufen. Ist klar, ne? Der sagt dann nichts mehr zu uns. Boah, das ist ganz cool gemacht hier mit dieser bewegenden Kamera. Schaut euch das mal an. So. Würde ich mal sagen, gehen wir mal zu diesem Typi hier. Ein abgestürzter Helikopter. Keine Überlebenden. Tja.
Aber das interessiert uns nicht. Wir müssen hier weiter. Los. Lässt er uns rein? Ich bin Agent Breyer. Wie sieht's oben aus? Das SWAT-Team hat den Tower gestürmt, aber der Kontakt brach ab. Und die Zivilbevölkerung? Ist bereits evakuiert worden. Das sollen Monster sein. Verstehe, danke. Aha, Monster also. Seien Sie vorsichtig. Gut, gehen wir einfach mal rein. Gehen wir einfach mal rein hier. Oh, meine Uhr klingelt gleich. Sir, eben ging eine FBI-Agentin hinein. Ich weiß, eine MITF-Hunterin. MITF, Sir? Nie was davon gehört? Der Vorfall in Manhattan, der mit den Monstern. Der erste Teil. Sie jagt diese Kreaturen, ein Profi. Das stimmt wohl. Das stimmt wohl. Jo. So. Aufzug. Da sind wir. Yeah, James Bond hier. James Bond. So, Freunde. Wir sind jetzt hier in diesem Acropolis Tower angekommen. Und oh, ich freue mich so drauf. Oh, hier habe ich gerade ein paar Grafikbugs. Oh, da muss ich nochmal gucken, aber der Part ist ja jetzt gleich zu Ende. So, da muss ich gucken, ob ich das Plugin ändere. Gibt's hier irgendwas für uns? Was ist hiermit? Keine Stromzufuhr, okay. Okay, alles klar. Ja, diese Grafikbugs, da muss ich gucken. Das ist ein bisschen blöd. Im Nebengebäude sind Schaulustige. Ja, super. Gaffer. So still hier. Die Ruhe vor dem Sturm. Aha. Eine Nottreppe. Okay. Gut, dann würde ich mal sagen, Freunde, bevor wir da jetzt reingehen, mache ich jetzt erstmal hier einen kleinen Cut rein. Ich sehe gerade meine Uhr klingelt gleich. Und ja. Hoffe ich mal, dass euch der Part jetzt hier gefallen hat. Und das Spiel auch, und ja, ich hoffe, dass ihr dabei bleibt, und es lohnt sich auf jeden Fall, also es wird sehr spannend, Freunde. Und ja, würde ich sagen, bedanke ich mich dafür, dass ihr zugeschaut habt, und dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag, ne? Tschö, tschö.